Moin Leute und willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2 Random Lock. Ich habe richtig schön Mist gebaut, denn ich habe vergessen zu speichern. Das heißt, die letzten 20 Minuten, die ich aufgenommen habe, wurden nicht gespeichert und dementsprechend habe ich versucht, alles so möglichst nachzustellen, wie es nachzustellen war. Addison und Ace sind mittlerweile Level 11. Ich glaube, das war vorher anders. Ich glaube, vorher war nur Addison 11 und Ace war 10. Keine Ahnung, weiß nicht mehr genau. Hulk, ich habe jetzt auch alles so nachgefangen, wie es eben nachzufangen war. Jedoch hat Hulk jetzt Rauhaut. Hatte er vorher nicht. Ich glaube, vorher hatte er diese seltsame Pflanzenfähigkeit, die ihm gar nichts gebracht hat. Da wir aber Hulk noch gar nicht eingesetzt haben, finde ich das okay. Aber ehrlich gesagt, ich konnte jetzt nicht komplett den identischen Hulk nochmal fangen. Also, ich habe mir jetzt einfach irgendeinen Hulk gefangen und der kämpft jetzt für uns, ja. Tut mir leid, dass es jetzt ein anderer ist. Ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr, aber ich kann es nun mal nicht anders nachstellen. Ich kann es mal nicht anders nach. Ich hätte jetzt natürlich 5 Stunden nach dem exakt gleichen, Hulk nachgucken können, also gleich, ganz genau gleichen Machomai, aber naja. Ist nun mal so, wie es ist. Das Jungblut ist immerhin, hat immer noch die gleiche Fähigkeit Überbrückung. Das ist schon mal ganz gut, aber Machomai ist halt ein bisschen anders offensichtlich. Na gut, soll uns jetzt nicht so stören, also mich soll es zumindest nicht stören. Wenn es euch stört, dann kotzt euch gerne aus, ja. Kotzt euch gerne aus. Hilft manchen bei, okay, genau, ovaler Stein. Ich glaube, brauchen wir für nichts, nee. Brauchen wir, ich weiß gar nicht mehr, für wen war nochmal der ovale Stein, ich weiß es gar nicht genau. Jawohl! So, erstmal schön alle Dialoge überspringen. An sich war das ganze Nachspielen und vor allem auch Hochleveln ist unglaublich schnell gegangen, weil vor allem auch solche Pokémon wie Meluetta hier auch rumlaufen, die halt unglaublich viele Erfahrungspunkte einfach bieten. So, und hier ist jetzt schon der Rüpel und ich würde sagen, da kümmert sich mal der gute Hulk drum. Ja, ich meine, jetzt habe ich ihn schon hochtrainiert, jetzt kann er auch mal ein bisschen prügeln mit seinen 4 Armen. Au! Sei ruhig, Terry Bark. Ich muss jetzt hier jemanden die Schnauze polieren. So. Habe ich von dir gehört? Ja, habe ich. Ich kenne euch. Ich kenne euch. Ich habe schon mal von euch Dummköpfen gehört, genau. Wie du es schon richtig sagst. Ich habe schon mal gehört und vor allem... Ach so. Ich glaube, beim letzten Mal hat er uns die Themen gar nicht gegeben, deswegen, ne? Weil ich gesagt habe, dass ich ihn nicht kenne. Interessant. Mussten wir nicht beim letzten Mal gegen ihn kämpfen? Interessant. Very, very interessant. Guck mal, da haben wir jetzt auch immerhin eine gute Sache. Jetzt haben wir beide Versionen gesehen, ja? Juwelenkraft ist sogar ziemlich gut. Die Frage ist nur, wer könnte das lernen? Ist ja auch alles gerandomized, wer es lernen kann. Dementsprechend müssen wir gleich mal nachschauen. Ich weiß gar nicht, Tornupto hat, glaube ich, einen besseren Spezialangriff als normalen Angriff, ne? Müsste ich mal kurz schauen. Generell, irgendjemanden wird das schon lohnen. Bei irgendjemandem wird das schon lohnen. So, wenn die das denn überhaupt lernen können. So, Juwelenkraft, genau, 70. 70 Stärke ist schon echt stark, ne? Vor allem auch speziell, also für das niedrige Level wäre das schon ziemlich super. Das kann einfach jeder lernen. Für Addison wäre das eigentlich super, weil er einen guten Spezialangriff hat. Da fliegt dafür einfach mal der Tackle raus, den brauche ich jetzt nicht so dringend. So, und dann muss ich jetzt mal kurz schauen, also Hulk bringt das wenig, weil er hat halt einen guten Angriff, aber einen richtig schlechten Spezialangriff. Schauen wir aber trotzdem mal durch. So, er hat einen besseren Spezialangriff. Nee, hat er gar nicht. Ich habe Verteidigung und Spezialangriff gerade geguckt, aber okay. Du hast 21. Ja, kann man machen. Könnte ich mir eigentlich beibringen. Genau, Magnetilo haben wir schon und. Du, okay. Also, Jungblut und. Tornupto, genau so hieß er. Können das auf jeden Fall sich gerne erlernen. Die können das ja auch alle. Aus irgendeinem Grund kann das ja hier jeder. Das finde ich total super. Sehr, sehr schön. Nehmen wir nochmal den Heuler dafür raus, so. Auf den niedrigen Leveln hat man sowieso noch so vollkommen unnütze Attacken, dementsprechend können wir die auf jeden Fall jetzt rauswerfen. Und für die Juwelenkraft, die auf jeden Fall sehr stark ist und vor allem, ich glaube, die wird sogar im Competitive noch gespielt, bei eben speziellen Gesteins-Pokémon, ne? Oder eben bei Pokémon, die das eben lernen können. Und bei Ampharos wird das, glaube ich, gespielt, ich glaube schon. Ich glaube, Ampharos wird gerne mit Juwelenkraft gespielt. So, haben wir aber jetzt nicht, jedoch habe das jetzt einfach mal Magnetilo gelernt. Warum auch immer. Es geht, ja, es funktioniert einfach. Ich habe übrigens beim Turnieren gemerkt, ich hätte auf der vorigen Route ein Mew fangen können. War zwar ein kompletter Rare-Encounter, also ich habe es nur einmal getroffen, aber ja, es gab's. Wir haben es nicht bekommen, schade, schade, aber dafür haben wir ein Machomai bekommen. Also ich glaube, ich möchte mich da überhaupt nicht beschweren. Generell, was die Encounter bisher betrifft, haben wir eine sehr, sehr gute Riege abbekommen. Vor allem, es gab auch solche richtig schlechten Picks, wie beispielsweise Radfratz und Felilu. Die habe ich hier auch getroffen beim Trainieren. Zum Glück haben wir die nicht bekommen, da wäre ich ja richtig gestorben.
Aber so langsam geht es jetzt auch schon merklich Richtung Arena. Ja, wir haben eigentlich nur noch die beiden Trainer der Arena zu erledigen und vor allem natürlich mit Lauro müssen wir noch reden. Oh, stimmt, wir müssen ja noch mit seinen Schulkindern da ein bisschen fighten. Okay, müssen clashen, müssen fighten. Ach ja, gute alte Zeit. Ist auch gar nicht so lange her, ne? So anderthalb Jahre vielleicht. Oh. Wobei 2014 war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Tube Clash? Ja, ich glaube schon. Gibt's ja, glaube ich, immer noch, ne? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur diese eine Season 2 Tube Clash geguckt, also die allererste, weil die wurde ja so hochgehypt von ganz YouTube Deutschland. War ganz cool, aber irgendwie hat es mich immer ein bisschen gestört, dass es eigentlich nur so ein zusammengewürfeltes Etwas war von irgendwie. Also eigentlich haben sie nur die berühmten YouTuber genommen und deren Catchphrases halt immer tausendfach wiederholt. So war das ja eigentlich. So, Rironio ist eigentlich das perfekte Gegenüber für unseren guten Hulk. Mache kaputt! Aber er hat natürlich auch eine super krasse Verteidigung. Ah, die raue Haut. Haha! Kannst du dir schön selbst, immer schön selbst ins Gesicht schlagen, mein Freund. So. Und an sich sollte jetzt sogar ein Karateschlag ausreichen. Vielleicht sogar mit einem Crit, wenn wir Glück haben. Das reicht auch so aus. Perfekt. Sehr, sehr schön. Super. Aber nochmal zu Tube Clash. Ich fand es bei Tube Clash so ein bisschen schade, dass sie halt nicht so ein eigenes Storywriting gehabt haben, sondern eigentlich immer nur die Catchphrases genommen haben oder eben die Besonderheiten von den YouTubern genommen haben und dann jetzt eben irgendwie eine Story draus gestrickt. So, wir haben jetzt schon fast Arena-Leiter-Niveau erreicht übrigens. Level 13 ist es nämlich. Einfach mal 2,5 Level bekommen vom Rihornior. So, weiter im Text. Jawohl! Ich hoffe, ich muss jetzt nicht auch noch mit... Ach, Junge. Wieso darf ich denn jetzt nicht tauschen? Ist doch blöd. Na gut. Wieso darf ich denn nicht tauschen? Das ist doch voll doof. Die Sache ist... Na gut, Rotomorph wird jetzt mir nicht noch 2 Level-Ups geben. Das wäre doch schon sehr, sehr seltsam. Eins vielleicht, weil wir schon relativ hoch sind, aber auf jeden Fall nicht 2. Da muss aber Machoma jetzt erstmal ein bisschen zurückstecken. Zumindest für die nächste Arena... Guck mal, der killt sich sogar selbst. Alter, also Rauhaut ist schon eine extrem starke Fähigkeit. Jetzt, ich fühle mich so ein bisschen schlecht jetzt schon, muss ich sagen. Ich fühle mich schon so ein bisschen schlecht, dass ich das jetzt habe. Weil... Fußtritt, haben wir das nicht schon? Ne, wir haben Fußkick. Was war Fußtritt? Aha. Und Karateschlag hat 50. Hat aber natürlich eine gute Crit-Chance. Ich glaube, ich werfe... Ja, Fußtritt brauche ich nicht so unbedingt. Ich meine, dann nehme ich doch lieber die erhöhte Crit-Chance. Und dafür halt 10 Schaden weniger. Das ist, glaube ich, die bessere Variante. So. Gut, dann haben wir auf jeden Fall die Schulkinder hier gekillt. Oder zumindest besiegt. Ja, wir haben sie besiegt. Die sind ja jetzt nicht gestorben. Keine Sorge, Kinder. Die sind alle, die leben noch alle und freuen sich ihres Lebens. So. Na, ich wollte nicht noch mit dir reden. Entschuldigung. So. Dann muss jetzt mal der gute Machomai... Ach ja, dann gab es ja auch noch den Medaillentypen. Den creepy Medaillenmann. Na gut, jetzt muss aber Machomai auf jeden Fall erstmal ein bisschen zurückstrecken. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich sehr viel in der Arena anstellen könnte. Er muss jetzt erstmal ein bisschen zurückbleiben. Ja, ja. Schöne Sache das. Jetzt kommt erstmal... Ah, nochmal Lauro. Ich will in die Arena, verdammt nochmal. Die könnten wir, wenn wir sogar schnell wären, könnten wir die sogar in dieser einen Folge schon durchziehen. Wie gesagt, wenn wir schnell sind. Wir überspringen ja sowieso alle Dialoge und dementsprechend sind wir ja richtig fix und flux unterwegs. Ich werde mal L nehmen. Er muss ja auch noch ein bisschen trainiert werden. So. Ich fand aber Level 9 jetzt ganz angemessen. Hat ja mal ja bei Machomai gesehen, das war auf jeden Fall locker angemessen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal zurück. Jetzt kommt Lauro nochmal, glaube ich. Genau. Mann, der hat aber auch einen Rededrang, der Typ, ne? Springt erstmal wieder 5 Meter aus dem 5. Stock, bricht sich beide Beine. Entschuldigung! Eine Sinibeere, sehr freundlich, mein Freund. Sehr, sehr freundlich. Ciao. Ciao mit V, mein Freund. Okay, ich muss mir aber merken, dass Jungblut von Angriff und Spezialangriff genau gleich gut ist. Das heißt, es ist eigentlich relativ egal, ob ich mit physischen oder speziellen Attacken angreife. Muss ich mir nur merken. Vor allem, da wir ja jetzt auch die Juwelenkraft auf Jungblut haben, was natürlich ziemlich cool ist. Vor allem mit 70 Schaden und Juwelenkraft trifft dann, beziehungsweise generell Gesteinsattacken treffen natürlich relativ viele Pokémon auch effektiv und es gab hier einfach Gottverdammt nochmal Turtok. Na gut, ich habe hier Tornupto bekommen. Ich darf mich überhaupt nicht beschweren. Das ist auch ein vollentwickelter Starter. Also, ich hoffe, er outspeedet mich nicht.
wäre auch ein bisschen seltsam gewesen. 7 Level Unterschied, da macht auch in der Entwicklung nicht viel aus. Aber was haben wir denn noch? Noch ein Turtok. Claro. Was denn auch sonst? Immerhin nur Level 2. Könnte ich wahrscheinlich sogar mit Junglut killen, weil er kann wahrscheinlich noch nicht mal Aquaknarre auf dem Level. Aber Flucht! Flüchtende Flucht. So, El, mein kleiner kickender, mein kleines kickendes Genie. Gehen wir jetzt erstmal zurück. Und ich glaube, jetzt kommt nochmal eine kleine Redesequenz mit Sharon wahrscheinlich wieder. Laber, laber, palaver, aber das war ja bei Pokémon nie anders, ne? Das kennt man ja von Pokémon schon seit Jahren. Seit Jahren ist man nichts anderes gewohnt. Wollte mir hier noch nicht jemanden eine Fehlklaue schenken? War das nicht so? War das nicht so? Ich weiß nicht mehr so genau. X-Abwehr. War das der Flinkklauen-Typ? Ich glaube, nee, das war einfach nur der X-Abwehr-Typ. Na gut, ich sollte aber trotzdem noch mit allen Leuten reden. Ich habe in der letzten Stadt gar nicht mit allen Leuten geredet, ne? Ich glaube, das habe ich echt verplant. Da muss ich... Na gut, wir kommen ja sowieso nochmal vorbei, also von daher können wir da später nochmal mit allen Leuten schnacken. So schlimm ist dies nicht. So. Wollen wir mal raus. Und hinein in das schäumende Bier. Jetzt kommt erstmal Guido, möchte erstmal ein bisschen schnacken. Wieso zur Hölle steht Sharon nicht auf seinem Platz? Jetzt mal ganz ernsthaft. Sharon ist so ein alter Halunke, ja? Geht einfach nicht seiner Arbeit nach. Das ist wirklich unter aller Sau. Also Sharon, schäm dich. Schäm dich doch mal was, ja? Der spielt wahrscheinlich gerade Schere, Stein, Papier mit seinen Arena-Kumpanen hier oder so. Keine Ahnung. Flitschen macht er vielleicht auf dem Stein. Flitschen auf Sand. Ja gut, das funktioniert auch. Funktioniert auch. Ich meine, so einen gewissen Rebound hat ja das hat ja Sand auch. Dementsprechend kann man das auch schon machen. Okay, wen haben wir denn gerade vorne? L habe ich noch vorne, genau. Sehr schön. Das heißt, wir können uns dem ersten Trainer stellen. Hoffentlich hat er diesmal nicht wieder einen Voltolos am Start. Da hätte ich doch schon ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Aber wir werden sehen, was hat da... Was hat der gute Junge? Auf jeden Fall eine coole Cappy nach hinten gedreht und... Vonera, ja, das ist gar nicht mal so cool. Wobei, doch, Vonera ist okay. Vonera geht. Das hat ja noch nicht so krasse Spezialverteidigungswerte. Ich hatte gerade irgendwie verwechsel ich ständig Vonera, Chanera und wer ist die letzte Entwicklungsstufe? Ah! Ich vergesse es immer. Vonera, Chanera und Hytera, genau. Die verwechsel ich ständig. Gut, ich würde sagen, Juwelenkraft habe ich gerade irgendwie vollkommen ausgeblendet, weil ich so im Redeschwall war. Pow! Ich finde, die sieht total cool aus, die Attacke. Irgendwie gefällt die mir total. Aus irgendwelchen Gründen gefällt sie mir sehr. Ja, ja. Boots. Reicht natürlich nicht aus, aber Emitator ist gar nicht so cool, weil das macht mir jetzt auch natürlich ein bisschen Schaden, aber ist nur ein Baby-Pokémon. Ist nur ein Baby-Pokémon, sollte jetzt nicht allzu sehr reinhauen. Ja, schaut es euch an. Da lache ich doch glatt drüber. Haha. Vonera brenne. So, das wäre das Erste. Hat natürlich gute Verteidigungswerte, vor allem gute Spezialverteidigungswerte, deswegen war das natürlich ein bisschen eklig jetzt, aber kann natürlich so gut wie gar nicht angreifen. Dementsprechend war das sehr entspannt und Alter. Spiel, kannst du mal aufhören, mir so tausende Level-Ups entgegenzuwerfen? Ich überlevel hier total. Psyana. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil das kann sicherlich schon Psycho-Attacken. Dann nehme ich doch lieber Addison zur Hand, denn Addison kann die Psycho-Attacken schön abfangen und macht dazu noch ordentlichen Schaden. Das heißt, beste Wahl hierfür. So. Hat das schon mehr als 40 KP? Ich glaube nicht. Mach mal Ultraschall. Ultraschall ist halt so unglaublich fies und gemein eigentlich, weil das halt genau wie Drachenwut, ne? Das ist auf den ersten Leveln sowas von stark. Guckt euch das mal an. Das ist ein lockerer, entspannter Two-Hit für mich. Ist es nicht sogar so, dass es immer trifft? Nee, das war so Nahstrahl oder wie das hieß. Nicht Solarstrahl, das war nicht. Das war es nicht, aber es gibt so ganz viele, es gibt so ganz vielen Schall- und Soundattacken. Komm, bitte triff einfach. Addison, mach mich nicht schwach. Alter, was ist denn das auch für ein ekliger? Was ist denn das auch für ein ekliger? Vierfacher Sandwirbel drin. Ah, oh Gott, meine Herren, ey. Man kann aber auch nerven, oder? Die nachfolgende Sendung verzögert sich noch um 5 Stunden. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sonst so? Schönes Wetter heute, oder? Bisschen kalt geworden, aber es wird langsam Herbst. Ne? Was soll man machen? Es ist, wie es ist, ne? Gott, also jetzt muss ich auch so langsam... Der kann, weißt du, der kann wahrscheinlich nur... Ach, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, wenn er jetzt mir die ganze Zeit die Verteidigung senkt, müsste ich ja vielleicht noch irgendwann auswechseln. Aber der hat wahrscheinlich sowieso nur normale Attacken wie Ruckzuckhieb oder so ein Zeug. Dementsprechend hätte ich mir da sowieso gar keine Gedanken machen müssen. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch ein Level abbekommen.
Okay, sehr gut. Das heißt, wir können dich auch noch ein bisschen benutzen, Addison. Ich meine, wir können Machubai auch noch nutzen, aber ich möchte ihn halt auch wirklich am liebsten auch noch für den Arena-Leiterkampf möchte ich ihn am liebsten auch noch aufsparen. Das heißt, ich möchte jetzt ungern noch weiter mit Machumai kämpfen, sofern es mir denn möglich erscheint. Gehen wir jetzt erstmal rüber zum Poké-Center und heilen unseren Pokémon ein wenig, um Geld zu sparen natürlich, auf der einen Seite und vor allem auf der anderen Seite, um Geld zu sparen. Genau, es gibt nur eine Seite. Es gibt nur eine Seite im Leben, ja? Und die ist die des Geldsparens. Es gibt noch die des Zeitsparens und die werde ich jetzt nicht übernehmen, aber naja, man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Man kann ja nicht alles haben. Man muss auch manchmal Kompromisse eingehen, ja? Und der Geiz überwiegt an dieser Stelle. So, geht's also weiter in der Arena. Wen aber gerade vorne immer noch L und der ist Level 11, also das können wir auf jeden Fall noch lassen. Der kann gut da bleiben, wo er ist, auf der ersten Stelle. Und dann kümmern wir uns um die nächste gute Arena-Leiter-Dame. Nicht alle Arena-Leiter-Dame, sondern Arena-Trainer-Dame. So, Arena-Trainer, das klingt auch cool. Ich bin ein richtiger Rap-Gott. Ich sollte auf jeden Fall jetzt neben Sammy Deluxe und Eminem stehen und auf dem Walk of Fame am besten auch noch einen wunderbaren Stern haben. So, Mammutl ist gar nicht mal so cool. Wobei es eigentlich auf dem Level noch keine Bodenattacke können müsste. Also, theoretisch. Macht mich aber doch so ein bisschen stutzig jetzt. Also ich würde am liebsten Hulk einsetzen, aber der wird dann auf jeden Fall überleveln. Deswegen lasse ich mal L drin und nutze doch mal lieber die Glut. In der Hoffnung, dass er noch nicht sowas wie Intensität oder sowas kann. Ja, ist schon mal gut. Wait. Hat der gerade... Hat das Mammutl gerade... Schnabel gemacht? Ihr seht mich gerade sehr konfusiert. Was war das gerade? Mammutl, du... Du hast kein... Also es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber du... bist kein Vogel. Ich will ja nicht deine Träume zerstören, aber... wieso ist er jetzt schneller? Speedtie? Och Gott, Alter, ich hatte gerade ein bisschen Schiss. Dass er jetzt einen Crit macht. Aber Glück gehabt. Okay, das war seltsam. Wieso kann das Mammutl Schnabel? Das kannst du doch nicht. Also, wenn das das wirklich durch Level-Ups erlernt, dann habe ich ja wirklich den Glauben in Pokémon verloren. Okay, auf Level 13. Jetzt muss ich dich aber auch ausnehmen, L. Denn sonst wirst du noch ein bisschen gefährdet hier. Weeshu kommt rein, dann nehme ich doch lieber den guten Ace. Denn sonst wird Alice noch ein bisschen hart verprügelt von dem Weeshu. Das möchte ich ja möglichst vermeiden. So, und Ace wird auf jeden Fall gut was wegtanken können. Und im Zweifel noch sehr viel reinballern. Okay, cool. Also ich finde es immer ganz witzig, wenn die einfach so verschiedene Fähigkeiten haben, die man sonst überhaupt nicht kennt. Ist nur manchmal ein bisschen seltsam. Mach mal Juwelenkraft, sollte auf jeden Fall mehr Schaden machen. Außer er hiebt mich einfach Mogel. Kann natürlich auch sein. Und nochmal der Hagelschaden, natürlich. Junge, es bringt dir nichts, wenn du auch vom Hagel getroffen wirst, ja? Das ist nicht so sinnvoll. Möchte ich mal behaupten. So, wir sind immerhin schneller, ist schon mal gut. Und am besten... Oh, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Schaden erwartet, ehrlich gesagt. Ich meine, mir ist klar, dass das nicht effektiv war, aber ich dachte... Ne? Keine Ahnung. Schaden? Irgendwie jemand? Nee, ich dachte, 70er Stärke würde doch schon einen Unterschied machen, aber Glut ist wahrscheinlich wesentlich besser. Ja, guckt euch das an. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Das Gute ist aber, wir sind schneller, das heißt, das Weeshu wird auf jeden Fall gleich das Zeitliche segnen. So. Das Beste ist, wir werden auf jeden Fall den Arena-Leiterkampf hier noch mitnehmen können. Oder du machst einfach noch 5 Runden Scanner. Kannst natürlich auch machen, ja? Kannst natürlich auch machen. Und das Allerbeste ist, dass alle auch schon auf dem Level sind, was sie brauchen. Das ist ziemlich gut. Also ich meine, jetzt werden wir bestimmt nochmal 2 Level-Ups vielleicht sogar bekommen für Ace. Also könnte ich mir zumindest gut vorstellen. So als Starter. Ja, als Starter bekommen wir relativ viele EP. Aber hat leider nicht gereicht. Jedoch, werde ich jetzt mal kurz zum Poké-Center rüber rasen. Und dann stellen wir uns den guten Heeren. Ja, so machen wir das. So, also ich finde es echt cool, dass wir es jetzt so im Speedrun-Modus hier machen. Ich meine, wie viele Parts machen sind wir jetzt gerade im neuen Run? Ich glaube, das ist der vierte Part, ne? Das ist der vierte Part und da jetzt schon in der ersten Arena fertig. Ist nice. Ist fett. Gefällt mir gut. Die Frage ist natürlich, ich habe momentan so ein bisschen Schiss, weil wir haben bisher noch relativ wenig legendäre Mons gesehen. Ich habe natürlich beim Trainieren ein paar gesehen, beispielsweise Mew oder eben Milouetta auch. Aber sonst... Also bei gegnerischen Trainern vor allem, die haben wir im zweiten Versuch, beziehungsweise im zweiten Run haben wir doch wesentlich mehr, beziehungsweise wesentlich frequentierter die legendären Pokémon bei den gegnerischen Trainern gesehen. Und das macht mich jetzt so ein bisschen
kribbelig, doch, ja, macht mir so ein bisschen kribbelig. Das könnte natürlich gut sein, dass sich das jetzt alles rächt, ja. Könnte natürlich gut sein, dass jetzt unser Glück sich rächt, aber hoffen wir aufs Beste. Ich werde Hulk nach vorne setzen, einfach aus dem Grund, dass er am stärksten ist von allen und mit dem Karateschlag richtig schön reinballern kann. Ich hoffe mal, es kommt kein Psyana, irgendein Psycho-Pokémon, kein Vogel-Pokémon. Wir schauen mal. Kehren, zeig, was du kannst. Kann auf jeden Fall cool an der Seite stehen, auf dem Podest. Okay, mein Freund, jetzt geht die Party aber richtig los. Donner! Mit einem wunderschönen Blush auf dem Face. Okay. Ist richtig errötet, als er mich gesehen hat. Hab ich was gesagt? Ich sollte einfach ruhig sein. Ich sollte einfach meinen Mund halten. Ja? Okay. Hättest du bitte nach vorne. Also sowohl Psycho als auch legendäres... Also das ist ja... Das ist ja schon fast... Das kann kein Zufall sein. Okay, er möchte... Das ist ein bisschen eklig. Willenkraft. Das sollte nicht so viel Schaden machen. Wird ja resistiert. Er wird ja gar... Das rede ich hier. Wird ja gar nicht resistiert. Hat er irgendwie im Kopf... Ah, das waren Krills. Wie viel macht Donnerschock? Ich muss mal kurz rechnen. Sekunde. Hatte eben irgendwie im Kopf, dass das resistiert wird von Stahl. Aber anscheinend nicht. So, 40. Selbst mit Step wäre Juwelenkraft stärker. Ja. Der macht mir halt 9 Schaden. Das ist ziemlich viel. Wobei mir fällt gerade ein, ich kann ja Ultraschallwelle machen. Das ist so viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Okay, ich gehe mal davon aus, dass er nicht mehr als 20 KP haben wird. Deswegen nutze ich jetzt mal das Tafelwasser. Wobei ein Trank reicht aus. Der macht mir ja 9 Schaden, das heißt ein Trank reicht für 2 Runden aus. So. Das Tafelwasser wäre doch ein bisschen übertrieben gewesen. So. Oh, perfekt. Psywelle wird sogar abgewehrt. Herrlich. Und Ultraschall reicht aus? Gehe ich mal stark von aus. Ich meine, Latios, natürlich, Entschuldigung. Ich möchte ja niemandes Gender hier irgendwie angreifen. Hat zwar viel KP, aber nicht so viel. Perfekt. Sehr, sehr schön. Jetzt wird wahrscheinlich Addison nicht mehr im Kampf beitreten dürfen. Wobei, er darf noch, ja. Das heißt ja nur, also er dürfte, also Hulk darf jetzt noch eingesetzt werden, so ist es nicht. Es gilt halt nur immer, wieso kann ich mich eigentlich eben heilen? Geht das immer nur für, anscheinend geht das nur für, okay, gut. Also ich würde jetzt am liebsten Addison drin lassen, fürs Varoness. Mache ich auch. Mache ich ganz dreist, lasse ich das auch einfach. Denn er sollte mir zum einen nicht viel Schaden machen können und zum anderen habe ich ja noch 2 Heil-Items und ich habe den Donnerschock. Das heißt, eigentlich die perfekte Voraussetzung. So, Addison wird erstmal schön hochgeheilt und dann geht die Party richtig los, mein Freund. Dann kriegst du aber richtig den Donnerschock in dein Gesicht geworfen, ja, sage ich dir. Da sage ich dir was. Bitte nicht verwirren, das wäre ganz nice. Okay, der macht mir zu viel Schaden, ich muss raus. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin, deswegen... Hulk! Wobei, das ist nicht so nice gerade, das ist ziemlich kacke gerade. Weil er kann hundertprozentig irgendeine... Was soll ich machen? Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass er mir nicht so viel Schaden macht oder irgendwie choked. Die Sache ist, L und Ace kann ich natürlich nicht reinwerfen, weil die sehr effektiv betroffen werden. Hulk wird aber sehr effektiv von Flugattacken attackiert. Jedoch, wenn er das jetzt nicht predikten sollte, dass ich wechsle... Wovon ich mal ausgehe, sollte Hulk sicher sein. Ich habe aber halt auch nur Karateschlag und Fußkick. Also ich hoffe mal, dass er nur Schnabel kann. Ich muss rauswechseln. Ich muss auf jeden Fall rauswechseln. Er hat mir eben 16 Schaden gemacht. Das ist viel zu viel. Okay, das sollte noch gehen vom Schaden her. Ja, das ist gut. Karateschlag, komm. Mach viel Schaden. Ah! Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich hatte keine andere Wahl. Thank you.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Donnerschock ausreichen wird. Jetzt ist die Frage, ob ich schneller bin. Jetzt zu heilen würde nichts bringen. Ich muss angreifen. Scheiße. Also Ace ist immerhin schneller und hat die Juwelenkraft. Jetzt chokst du natürlich! Jetzt chokt er rum! Natürlich tut er! Alter, ey! Gegner-KI. Diese Gegner-KI ist einfach der Mittelfinger an all unseren Gesichtern. Und wir haben wieder genau die gleiche Scheißsituation wie vorher. Es hat sich nichts geändert, aber auch rein gar nichts hat sich geändert. Wieder zwei Pokémon. Und die übernehmen sogar zwei ihrer Typen. Cool! Super! Ich hatte echt gehofft, dass es... Ich hatte echt gehofft, dass Machomai das aushält. Die Sache ist aber... Ganz ehrlich, ich sage euch. Gut, Magnetilo hätte nicht unbedingt sterben müssen. Aber wäre Magnetilo nicht gestorben, dann wäre Tornupto gestorben, höchstwahrscheinlich. Ich meine, die Sache ist, es wären auf jeden Fall zwei Pokémon gestorben. Da kann man sich ziemlich sicher sein. Wobei, was heißt? Nicht unbedingt. Ich meine, er hatte halt hart gechoked, ja? Ich hätte aber nicht guten Gewissens Tornupto gegen Swaroness einfach so reingeworfen. Da habe ich, auch jetzt im Nachhinein, hätte ich lieber darauf gehofft, dass Edison eine Attacke austankt. Weil er hat eben genau 16 Schaden gemacht. Das war genau die Hälfte. Und ich habe halt darauf gehofft, dass es eine gute Roll war für ihn. War es anscheinend nicht. Jetzt haben wir genau die gleiche Scheißsituation. Wieder nur zwei Pokémon, mit denen wir jetzt hier umgehen müssen. Ja, Junge, geh weg mit deinen TMs, ey. Was ein Krabb. Was ein Krabb. Die Sache ist halt... Ja. Ich habe halt nur Aquawelle von ihm gesehen. Das heißt, ich musste rauswechseln. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht... man hätte es vielleicht schöner, schlauer, besser regeln können. Ehrlich gesagt... Ich hätte niemanden irgendwie sicher reinwechseln können. Keinen einzigen hätte ich sicher reinwechseln können. Die Feuer-Pokémon regelt sich ja wohl von selbst. Und Edison wurde eben getoo-hittet. Und hatte vor allem auch schon vorher Schaden. Das ist ja das Problem. Ach Mensch. Ich hatte halt wirklich gehofft. Ich hatte wirklich gehofft, dass er einfach. Ja. Dass er einfach möglichst keine starke Flugattacke hat. Vielleicht Schnabel, aber hat er nicht. Er hatte Flügelschlag. Und Flügelschlag ist halt stark. Zumindest beim Swaroness. Ne? Und ich bin mir immer noch sicher, der Donnerschock hätte ausgereicht. Bin mir ziemlich sicher. Naja. Alle Spekulationen, wir haben es. Wir müssen eigentlich müssen wir froh sein darüber, dass wir es geschafft haben und jetzt noch nicht wieder neu anfangen müssen. Aber Machomai und Magnetilo, das sind solche starken Pokémon. Beziehungsweise Magnetilo wäre so stark geworden. Alles jetzt zunichte gemacht. Das ist so. Das ist so frustrierend. Könnt ihr nicht einfach mal aufhören zu reden? Ich möchte einfach nur meine Pokémon heilen. Danke, geh weg. Ach Freunde, es ist so... Es ist so frustrierend einfach. Nein, möchte ich nicht. Ja. Ach Mensch. Ich weine innerlich. Vor allem um Machomai. Machomai war super. Hätte uns so oft den Arsch retten können, aber... Tja, Spiel sagt nein. Jetzt werde ich erstmal die Items natürlich abnehmen. Ach, ich habe gar keine Items hingelegt. Aber selbst so eine Siedelbeere hätte bei Magnetilo was geändert, aber ja, wer kann das vorher wissen?
Wer kann das vorher wissen? Okay. Hulk, du warst nur sehr kurz dabei. Du hast deine Kraft auf jeden Fall unter Beweis stellen können, aber deine Defensivwerte haben dann einfach nicht ausgereicht für einen Flügelschlag. Ich habe gehofft, dass er entweder choked, so wie er es bei Tornupto gemacht hat. Gott sei Dank, muss man ja wirklich sagen. Gott sei Dank hat er hart gechoked und da Nassmacher gemacht, weil sonst Jungblut wäre nicht schneller gewesen. Jungblut wäre nicht schneller gewesen. Dann wären wir einfach weg vom Fenster gewesen. Ja, Hulk, es tut mir leid, dass du nur so kurz dabei warst. Ich hätte sehr, sehr stark gehofft, dass du noch länger dabei gewesen wärst und hättest deine Stärke noch wesentlich besser unter Beweis stellen können. Vor allem mit der Rauhaut. Wisst ihr, das Schlimmste ist ja, dass ich dadurch, dass ich eben praktisch die letzte Aufnahme verworfen habe, dadurch, dass ich vergessen habe zu speichern, es ist noch viel schlimmer für mich, weil ich habe jetzt eigentlich eine Stunde dran gesessen, alles nochmal nachzuspielen und jetzt Machomai wieder freizulassen. Genau das gleiche, ne, bei Jungblut ist es natürlich anders, weil Jungblut ist noch da, aber das ist eigentlich noch viel frustrierender. Mach's gut, lieber Hulk. Auf ein besseres Leben. Hulk ist wieder frei. So, Magnetilo, unser Starter. Ich hätte stark gehofft, ich hätte wirklich stark gehofft, dass du noch länger dabei bist. Du wärst sehr stark geworden. Mit Magnetzone hätten wir einen unglaublichen Zerstörer gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob ich es hätte anders spielen können. Zumindest mit dir hätte ich es nicht anders spielen können, weil du sowieso langsamer warst und dementsprechend mit zwei Schlägen weg wärst. Das heißt, da du ja schon angehittet warst, konnte ich nicht viel machen eigentlich. Ich glaube, mir waren wirklich die Hände gebunden. Ich hätte halt, allein schon aus dem Grund, ich hätte irgendjemanden in die Aquavelle reinwerfen müssen. Ja, und da Magnetilo von der Aquavelle offensichtlich gestorben wäre, oder zumindest das Risiko sehr hoch war, dass es da von der Aquavelle gestorben wäre, hatte ich keine andere Möglichkeit, als auszuwechseln. Und bei den Feuer-Pokémon funktioniert sowieso nicht. Ja, und da war eben Hulk der Einzige, der das noch tanken konnte. Und dann habe ich wirklich gehofft. Hätte ich nicht machen können. Ich habe gerade überlegt, dass ich eigentlich theoretisch in den Flügelschlag das Magnetilo wieder reinwechseln hätte können, aber dann hätte ich einfach nur einen Zug verschwendet. Hätte mir überhaupt nichts gebracht. Ja, wir hatten einfach im Endeffekt nur Glück, dass er bei Tornupto dann den Nassmacher rausgehauen hat und uns somit ja, den Verlust erspart hat. Gut, Magnetilo, jetzt erstmal zu dir, lieber Addison. War schön, dass du dabei warst. Von Anfang an hast du immer einen guten Job gemacht, einen richtig soliden Job gemacht. Alles weggetankt, alle Normalattacken resistiert. Vor allem am Anfang warst du ein super Starter. Jetzt müssen wir uns leider von dir trennen. Und unsere Wege trennen sich an dieser Stelle. Aber wir werden uns bestimmt bald wiedersehen, hoffe ich mal stark. Ich würde wirklich ein neues Magnetilo sehr, sehr gerne haben. Aber wer weiß das schon. Wer weiß das schon, ob wir Glück haben. Addison, schön, dass du dabei warst. Auf ein besseres Leben für dich. So, und jetzt sind wir nur noch zu zweit, zu dritt, wenn man so möchte, oder eben zu viert mit dir noch als Zuschauer. Mit L und Ace. Sie sind super stark, beide super stark. Jungblut muss sich natürlich noch entwickeln, aber naja. Gut, wir müssen es positiv sehen. Wir haben auf jeden Fall, muss man so sagen, bessere Pokémon, als wir sie beim letzten Mal hatten. Zumindest stärkere. Auch voll entwickeltere, also ne, weiterentwickeltere. Freunde, der Part hat sowieso schon vollkommene Überlänge und ja, es tut mir leid, falls ihr euch irgendwie gestört fühlt davon. Ich würde mich stark wundern. Ich meine, mehr Inhalt würde mich jetzt nicht unbedingt aufregen als Zuschauer, aber gut. Ich weiß nicht, wie er tickt. Auf jeden Fall, mit diesem sehr ernüchternden Partende bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.